jetzt während der Weihnachtszeit sieht es bei mir so aus. Also ich habe ja jetzt schon mit der Diät angefangen, Mitte Dezember. Also da ich ja momentan in der Diätphase bin, also denke ich nicht, dass ich mich da noch zurückhalten kann. Also ich bin ehrlich, ich werde wahrscheinlich auch wieder ganz normal essen, ja. Es ist schwierig, in Form zu bleiben, weil man hat überall die Gelegenheiten. Für uns ist es ganz wichtig, es kommt immer darauf an, wie die Jahresplanung läuft. Ja, also wie gesagt, ich gehe dann trainieren, ob jetzt der 24. ist oder der 25. Das spielt für mich keine Rolle. Also Trainingspausen gibt es über Weihnachten nicht. Ich mache derzeit die Wettkampfvorbereitung und es gibt keine Pausen, es darf kein Training ausfallen, gar nichts. Also ich trainiere das komplette Jahr, weil ich einfach diese Form, die ich habe, noch eine Weile halten möchte. Nee, also ich werde mir erstmal mindestens eine Woche, zwei Wochen eine Auszeit geben. Ja. Und danach werde ich wieder voll einsteigen. Wir leben Bodybuilding und wir lieben Bodybuilding. Schlemmen und nicht trainieren, das sind zwei Faktoren, die kommen für mich nicht in Frage. Aber es ist auch so, dass es natürlich die Annehmlichkeiten, die das Leben bietet, tun wir natürlich auch in Angriff nehmen. Ja gut, ich esse gern Kuchen, Süßigkeiten, Mondkuchen, Spaghetti, Pizza. Mein Lieblingsessen, das sind während der Weihnachtszeit natürlich Lebkuchen und Plätzchen von der Mami. Meine Lieblingsspeise sind Rouladen mit Klöße und Rotkraut. Rinderrouladen mit selbstgemachten Knödeln und Rotkohl. Natürlich war ich halt auch mal ein Hasen oder ein Ende essen und die Klöße, weil wie gesagt, ich habe halt da keine Probleme mit der Form. Aber man muss sich halt wirklich disziplinieren. Man kann sich mal das ein oder andere gönnen. Also nichts Übertriebenes. Sonst artet das irgendwann aus. Man isst auch mal ein Stück Schokolade oder man isst auch mal einen Hamburger oder sonst irgendwas. Das ist halt immer so, wie man sich im Spiegel sehen möchte. Und ich möchte halt mit mir zufrieden sein. Ich werde halt im kleinen Kreise feiern. Das heißt mit meiner Mutter und mit meiner Freundin. Und ja, und dann machen wir es uns schön gemütlich. Also wir verbringen Weihnachten bei meinen Eltern in Bayern und da gibt es leckeres Essen von der Mutti, wahrscheinlich Ente mit Kaffee, Kuchen, Plätzchen, alles Mögliche. Wir kochen gemütlich, verbringen halt einfach ein bisschen mehr die Zeit zu Hause, gehen spazieren, treffen uns mit Freunden. So, zum Schluss wünsche ich euch noch schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche euch allen ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Also liebe Bodybuilding-Freunde, wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Mögen eure Träume und Wünsche in Erfüllung gehen. Ich wünsche allen eine schöne Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Also liebe Leute, ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, dass ihr alle schöne Geschenke bekommt und gleichzeitig natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und das ganz Wichtige für uns beide ist, dass ihr alle, so wie auch wir, gesund bleiben. Und freue mich aufs nächste Jahr. Mit euch an meiner Seite. Tschüss. Und einen guten Rutsch noch.